Hallo, mein Name ist Steffen Voss. Ich begrüße Sie heute zum Kochen einer typisch böhmischen Suppe, der Pilzsuppe Kuleida, süß-sauer. So, ich beginne mit dem Schneiden des Champignons. Im nächsten Schritt zerlassen wir die Butter. So, Butter nicht zu heiß erwärmen, dass sie nicht verbrennt. Pilze hineingeben und glasig schwitzen. Pilze kann man auch andere nehmen, den Butterpilz oder man mischt es das Ganze, nur Champignons. Und wir braten die Pilze deshalb nicht scharf an, weil es eine helle Suppe ist und wir keine Röststoffe haben wollen. Im nächsten Schritt gießen wir die rohen Kartoffelwürfel ab. Sie werden deshalb im Wasser gelagert, damit sie nicht braun werden. Und geben diese hinzu. Kurz mitschwitzen. Nach ca. 2 Minuten farblosen Anschwitzens mit Hühnerbrühe ablöschen. Sahne und Milch kann gemeinsam hinzugegeben werden. Und bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen. Zum Abbinden verwenden wir Kartoffelstärke. Das hat zum einen den Vorteil, dass es glutenfrei ist. Und ich muss es nicht lange auskochen, damit der Geschmack verschwindet wie beim Mehl. Wichtig bei der Stärke, immer Wasser zur Stärke, damit es keine Klumpenbildung gibt. Stärke vorsichtig hinzugeben, unterrühren und wirklich langsam dann immer mal wieder aufhören, zum Kochen bringen, sehen, Stärke zieht mit einmal stark an. Beim Abwinden darauf achten, Stärke beigeben, aufkochen lassen, bis es die gewünschte Konsistenz hat. Der eine mag es etwas sämiger, der andere lieber etwas dünner. Wichtig oder für uns, für diese Suppe, diese soll sämig sein. Im Anschluss mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit dem Salz aber vorsichtig, da wir mit Hühnerbrühe aufgegossen haben. Lieber etwas weniger Salz, wenn die Hühnerbrühe sehr intensiv war. Am besten weißen Pfeffer nehmen, da man dann die dunkle Körnung in der Suppe nicht sieht. Den Essig beigeben. Und den Zucker, sodass man ein wunderschönes, süß-saures Aroma erreicht. Immer schön abschmecken. Machen Sie es bitte nicht vom Löffel, damit Sie sich die Zunge nicht verbrennen. Am besten immer ein kleines Schälchen oder Untertasse. Im nächsten Schritt nehmen wir die hartgekochten Eier in den handelsüblichen Eierschneider. Geben diese hinzu. Hin und wieder umrühren, damit uns die gebundene Suppe nicht anhängt. Zwischendrin immer mal die Kartoffelwürfel probieren, ob diese schon gar sind. Die Probe wäre, wenn es sich leicht zertrennen lässt, wie in diesem Fall, ist es in Ordnung, Gemüse soll Biss haben. Im letzten Schritt den Dill. Schön zupfen, das Grüne nehmen und nicht die Stiele. Den Dill fein schneiden. Bitte nicht hacken, weil Dill dazu neigt, bitter zu werden. Fertig ist die Kuleida. Ich bedanke mich für die Zeit des Zusehens und viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de